sprach zu Mose und Aaron: Richte den Israeliten aus. Wenn ein Mann an einem krankhaften Ausfluss aus seinem Glied leidet, ist er unrein. Ganz gleich, ob der Ausfluss beständig austritt oder sich im Körper anstaut. Alles, worauf der Kranke liegt oder sitzt, wird unrein. Jeder, der sein Bett oder etwas, worauf er gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleidung waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Dasselbe gilt, wenn jemand den Kranken berührt und mit seinem Speichel in Kontakt kommt, etwas nimmt oder wegträgt, worauf dieser gesessen hat, oder wenn der Kranke jemanden anfasst, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. In allen diesen Fällen muss der Betreffende sich und seine Kleider waschen und ist bis zum Abend unrein. Auch jeder Sattel, auf dem der Kranke sitzt, ist unrein. Jedes Tongefäß, das er berührt, muss zerbrochen werden. Ein Holzgefäß soll mit Wasser ausgespült werden. Ist der Ausfluss abgeheilt, wartet der Genesene 7 Tage. Dann wäscht er seine Kleider und sich selbst mit frischem Quellwasser und gilt wieder als rein. Am 8. Tag geht er mit 2 Turteltauben oder 2 anderen Tauben zum Eingang des Heiligtums in meine Gegenwart und gibt sich dort dem Priester. Dieser bringt die eine Taube als Sündopfer und die andere als Brandopfer dar und befreit den Mann so von der Unreinheit seines Ausflusses, damit er vor dem Herrn, wieder als rein gilt. Wenn ein Mann einen Samenerguss hat, soll er seinen ganzen Körper waschen. Bis zum Abend ist er unrein. Alle Kleidung und jedes Stück Leder, das mit dem Samen in Berührung gekommen ist, muss gewaschen werden und ist bis zum Abend unrein. Wenn ein Mann mit einer Frau schläft und es dabei zum Samenerguss kommt, sollen sich beide waschen. Sie sind unrein bis zum Abend. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage lang unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen. Bis zum Abend bleibt er unrein. Liegt etwas auf ihrem Bett oder Sitzplatz und jemand fasst es an, so wird auch er unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schlafen sollte, so ist auch er 7 Tage unrein. Ebenso jedes Bett, auf dem er liegt. Hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Tage unrein und zur Zeit wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn die Blutungen aufgehört haben, wartet die Frau noch weitere 7 Tage, bis sie wieder rein ist. Am 8. Tag geht sie mit 2 Turteltauben oder 2 anderen Tauben zum Eingang des heiligen Zeltes und gibt sie dort dem Priester. Dieser bringt die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer dar, um die Frau von der Unreinheit ihrer Blutung zu befreien und sie mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Ihr, Mose und Aaron, sollt die Israeliten davor warnen, sich zu verunreinigen und das Heiligtum, in dem ich mitten unter euch wohne, zu entweihen, sonst müssen sie sterben. Diese Vorschriften gelten für Männer, die an einem krankhaften Ausfluss leiden oder einen Samenerguss haben, der sie unrein macht, für Frauen, die ihre monatliche Blutung haben, und für einen Mann, der während der Zeit mit einer Frau schläft, in der sie als unrein gilt.